Der ritterliche Senat und das Konsulat Kärnten der Europäischen Weinritterschaft hielt das diesjährige Konsulatsfest in der Stiftskirche St. Georgen am Lengsee sowie dem Weingut Dagenbrunn ab. Den Auftakt bildete der Einzug in die Stiftskirche St. Georgen am Lengsee sowie ein Festgottesdienst der Ritterpriester Alexander Miklau und Johannes Sadloff. Im Anschluss des ritterlichen Festakts mit Akkreditierung und Intronisierung sowie der Verleihung des Ordenkreuzes in Gold an Kärntens Weinpionier Alfred Riedl. Der Europäische Weinritterorden hat eine lange Geschichte und sieht seinen Nutzen vor allem in ideellen Werten. Unser Orden ist den Ordo Equestris Vini Europae, gibt es seit 1333. Das war die erste Ordensperode mit Otto den Fröhlichen, hat man ihn damals genannt. Die zweite Ordensperiode 1468 mit Kaiser Friedrich III., denn seine Gebeine liegen in Wien in Stephansdom. Und wir haben jetzt die dritte Ordensperiode legitimiert mit dem Otto von Habsburg, der heimgegangen ist, und jetzt mit unserem Protektor Karl Habsburg. Und wir sind der Orden, wir sind für, wie hier heute, für kultivierte Feste. Wir sind auch sehr karitativ unterwegs und wir sind für den Frieden, speziell für den Frieden. Und da stehe ich also wirklich ein als Friedensratspräsident Carlos Batzis. Wir haben heuer das erste Friedensdenkmal aufgestellt in der Grenze von Österreich zu Slowenien in Radkersburg. Und ja, da schauen wir, dass der Frieden für uns in der heutigen Zeit überhaupt was sehr Wichtiges und weitergeht. Für den Hausherrn und nunmehrigen Ordenskreuzträger gibt es heuer gleich doppelten Grund zur Freude, verspricht die in Kürze beginnende Weinlese doch einiges. Die Ernte ist vor der Tür, bis jetzt wirklich gigantisch. Unser Winzer, der Hubert Vittori, schwärmt. Er sagt, das ist ein Jahrhundertwein und wir hoffen, dass wir jetzt die Ernte auch noch gut nach Hause bringen. Dann ist alles in bester Ordnung. Was aber sind die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der Ordensgemeinschaft? Bei uns ist jeder willkommen, der unsere Werte schätzt und der unsere Werte annehmen möchte. Nämlich das Hauptthema bei uns ist die Pflege und die Liebe zum Wein. Die Weinkultur ist ja in Europa die älteste Kultur überhaupt. Der älteste Rebstock steht ja in Marburg vor dem Weinbaumuseum. Und wir haben uns dieser Pflege des Weines und der Weinkultur verschrieben. Nebenbei sind wir noch Friedensritter, weil wir einfach der Meinung sind, dass viele Kriege nicht notwendig sind, wenn man sich zusammensetzt, ein Glas Wein trinkt und dann darüber spricht, wie man ein Problem lösen kann. Neben dem Wein und der Geselligkeit sind es vor allem Freundschaften und der Friedensgedanke, der die Weinritterschaft so attraktiv macht. Wir sind hier heute im Weingut von Alfred Riedl, der sozusagen der größte Weinbauer Kärntens ist. Es ist wirklich eine besondere Auszeichnung und Ehre und es ist sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man bedenkt, der Wein ist ja als Friedensstifter ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Und in Zeiten wie diesen ist das ein ganz, ganz tolles und besonderes Zeichen, wenn man hier in so einem Ambiente feiern kann, den Frieden, die Freundschaft und die Freiheit zelebrieren kann. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Gemeinschaft hier in Kärnten. Die europäischen Werte, die liegen mir am Herzen. Frieden liegt mir am Herzen natürlich. Und mit dem Wein bin ich sozusagen groß geworden als gebürtige Burgenländerin. Ich interessiere mich sehr für die Weinkultur, für den Wein als Kulturgut, als Genussmittel, als
Heilmittel, Wein für Gesundheit, alles das sind meine Motivationen. Ich würde wünschen, dann Europa ohne Kriege in ersten 20 Jahre. Eine demokratisch-pluralistische Gesellschaft liegt uns als Wiener Städtische wirklich am Herzen. Wir haben einen sogenannten Social Active Day und unterstützen da eine Vielfalt von Aktivitäten, die einfach zusammenbringen die Leute und einfach Freude bringen im Leben. Und deswegen sind wir auch da mit dabei, weil es über die Grenzen verbindet und Freude macht.